Ich hasse Cobblestone. Warum? Die Kiste hier draußen, wo ich das Baumaterial habe, die ist schon wieder zur Hälfte voll mit Kabel. Kannst du das Kabel ja fürs nächste Projekt mitnehmen? Da bin ich froh, wenn wir keins brauchen. Am nächsten willst du es noch machen. Oder wieder machen. Ja, kommt drauf an. Also ich werde es garantiert nicht machen. Was bauen? Nein, die Quest. Ach so, ja, stimmt. Da war ja eine wunderschöne Quest. Welchen dachtest du jetzt, von welchem ich rede? Von dem selbsterstellten Modpack. Ach so. Ich habe an das jetzt gar nicht mehr gedacht. Nee, das selbsterstellte meinte ich nicht. Hier. Ich weiß gerade gar nicht, von welchem noch die Rede war. Das, was mit C anfängt. Ah. Das selbst erstellte, wissen die ja hier drin schon. Das ist ja Tektopia. Oder mit Tektopia, besser gesagt. Auch kein Geheimnis. Aber beim anderen wollte ich den Namen halt noch nicht sagen. Darum nur C. Joa, das Schöne ist, bei dem Selbsterstellten weiß auch noch niemand, was da genau drin ist, außer du und ich. Und ich? Ja gut, du weißt nicht, was drin ist, außer eine Mod. Zwei, mindestens. Ja, die zwei Hauptmods. Ja, also ich weiß schon viel, was drin ist, wenn ich die beiden Hauptmods kenne, um die es gehen soll. Von der einen habe ich noch nie was vorher so wirklich gehört und die andere. Naja, die eine da, von der du. Das ist ja bestimmt Gregora. Das ist auch eine Mod, die, wie soll ich sagen, für Modpacks nicht geeignet ist eigentlich. Oh. Weil die so groß ist. Die hat alleine die Welt, die ich kopiert. Nee, der Mod-Ordner, den ich auf dem Server kopiert habe, hat über 9000 Dateien. Das ist eine Mod, die nur auf Vanilla basiert. Ja. Ja, und die andere bin ich nicht unbedingt der größte Fan von, weil da muss man schön bauen können. Ja, ist doch genau richtig für mich. Ja. Also ich werde bei Tektopia wahrscheinlich so, bei der Map Tektopia so wenig wahrscheinlich machen, wie geht. Ich kenne die Mod nicht, ich muss mich da erstmal reinfinden. Ich weiß, wie sie geht, ich kann noch nicht schön genug bauen für die Mod. Ich baue, irgendeinen Moment baue ich halt wirklich nur noch viereckige Klötze, wo die Leute rein können. Ja, die Mod ist wirklich baubasiert. Also auf jeden Fall wirklich was für jemanden, der gerne baut. Ja. Mhm. Ich finde es halt. Na gut, ich will jetzt eigentlich nicht so viel vorwegnehmen, aber ich finde es halt krass, dass die Mod. Die Mod-Entwickler haben es irgendwie geschafft, die Mod so zu entwickeln, dass sie die Häuser erkennt und halt auch abschätzen kann. Ist es ein gutes Haus, dann nehmen wir es, oder ist es ein schlechtes Haus, dann nehmen wir es nicht. Also das letzte Mal, als ich die mit der Mod gespielt habe, fand ich das Guidebook immer noch das Beste. Das nur zwei Seiten hat? Es hat eine Seite, um genau zu sein. Dann haben sie es schon geändert auf zwei Seiten. Okay, nämlich als ich reingeguckt habe, war das Guidebook, du machst das Buch auf und es war eine Seite. It's too much to explain in a book. Also wirklich, es ist irgendwie so ein Text, es ist zu viel, das mal in einem Buch zu erklären. Hier ein Link für ein YouTube-Tutorial. Ja, oder für die Webseite. Mm-mm. Ja, doch, ich meine, da war nur ein Tutorial drin.
Ihr habt eine Festung gefunden. Eine Vanilla-Festung? Es gibt nur Vanilla-Festung. Du meinst eine normale Festung? Also nicht da, für mich eine altmodische Festung. Ja. Dann die Koordinaten bei dem Dark schicken. Der hat ja sein schlaues Büchlein. Ja, ich muss erstmal irgendwo mich hier hinstellen und denn mein Strider. Da können wir dann nämlich später entweder mit. Ihr versucht wirklich mal mit Silk-Touch den Spawner abzubauen. Oder ich gehe ihn holen dann später. Aber mit Silk-Touch müsste das definitiv funktionieren. Das heißt ja Silky-Spawner. Ja, es hat auch bei dir ja auch schon ohne witzigerweise funktioniert. Vielleicht, weil ich OP habe. Weil ich hatte ja diesen einen und da ist es ein Flop gewesen. Es kann halt wirklich damit zusammenhängen, dass ich OP habe oder... keine Ahnung warum. Aber die Mod heißt halt Silky Spawn, deswegen versucht es einfach mal mit Silk Touch abzubauen. Mehr als kaputt gehen kann er ja nicht. Es ist eine dumme Frage. Müssen Strider auf Lava stehen, weil die zittern so, wenn sie es nicht tun? Keine Ahnung. Mit dem Tierchen hatte ich noch nichts zu tun. Das ist halt das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie mit allem Möglichen von Vanilla zu tun habe. Mal wieder. Denn bei Eldercraft lasse ich die Viecher links liegen. Aber oh, bitte jetzt nicht sterben an... Oh, tot. Scheiß Strider soll sich schön auf die Lava stellen, dass er nicht die ganze Zeit am Zittern ist, weil ich hab Angst, dass wenn er zittert, dass er dann irgendwann stirbt daran. Er ist gut auf der Lade. Bist du bereit? Warte kurz. Meinst du wegen den Cords jetzt, oder? Hm? Okay. Oh, warte. Ganz? Ich schick sie einfach mal ins innere Chat. Es ist jetzt auch die Höhe, auf der ich stehe, die ist halt natürlich über mir. Ja, gut. Das ist so die, das sind die Koordinaten. Ja, ich trage sie gleich ein. Also auf ungefähr werde ich einen Zugang nach oben bauen. Nee. Ich höre schon wieder Delfine. Habt ihr eigentlich immer noch vor, alle Achievements zu machen? Nö. Will ich noch nie mal gucken. Und wenn, dann zumindest so viele wie es geht. Also es gehen alle an sich. Jetzt müssen wir erst mal hier so weit kommen und dann auch das End irgendwann besuchen. Weil da bin ich gespannt, wie das aussieht.
Na, was brauchen wir denn? Wir brauchen Netherboards und Blaze Rods an sich. Yep. Und vielleicht 3 Skulls. Die kann auch Darko uns besorgen. Zwei was? Wie hoch? 3 Skulls. Was ist los? Kackst du dir einen Darko? Stimmt ja nicht. Ich laufe einfach so völlig. Ja, es ist ja nur eine Festung. Hier ist ja nichts Böses drin. Aber stimmt, die Mobs sind ja alle gebufft. Also, ich würde mir wünschen, dass Darko uns die Schädel besorgt. Seltsam ist, hier spawnt halt nichts. Ja, ich weiß nicht, ob Wither-Skelette auch mit drunter zählen und Blaze. Anfänglich meintest du ja, ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher. So, oh, ich hab Blaze. Alter, ich seh den Spawner. Das. Och komm, jetzt hab ich keine Erde mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Oh fuck, das war ein Picklin. Ey, das war ein Zombie-Fight-Picklin, das ist ganz schlimm. Die Höllenmonster sind auch auf jeden Fall gebufft. Heilige Scheiße. Okay, dann wär ich dafür, Darko, du besorgst uns die Skulls. Wofür brauchen wir die überhaupt? Für den Wither. Beacon. Ja gut, die sind Beacon wirklich notwendig. Ja. Das sagt jetzt, weil er Angst hat, die Skulls zu besorgen. Davon. Guck, davon abgenommen. Ich würde sie nicht besorgen. Ja, nein. Jetzt halt. Ich war halt half dia und full life. Der hat mich gerade gewone-hitted. War es jetzt ein Wither-Skelett? Zombie Fight Picklin. Okay. Ja, das hatte Justin ja auch schon gewone-hitted. Also, Darko? Du meckerst ja immer rum, du hast nichts zu tun. Du darfst uns die Skulls besorgen. Dann habe ich hier rumgemeckert, dass ich nichts zu tun habe. Gerade eben? Hey. Was hörst du schon gar nicht mehr? Videobeweis. Ich habe einen Videobeweis. Der erst in einem halben Jahr rauskommt. Ja, und? Dumme Sache, kann mir jemand helfen, an meinen Loot zu kommen? Darko, Walte deines Amtes. Warum ich? Ich bin der am weitesten entfernt ist. Weil ich hier noch beschäftigt bin und meine Folgen zu Ende mache. Ja, guck, ist doch was Spannendes für die Folge, anstelle diesen Dingsbums zu bauen. Diesen See zu bauen, mir fehlt das Wort. Nö, in der Folge baue ich den See, also bleibe ich auch dabei. Ist doch direkt langweilig. Wenn du das sagst, muss die Folge ja nicht gucken. Immer noch, kann mir jemand helfen, meinen Loot wieder zu bekommen? Ja, ich komme gleich mit, wenn Darko Angst hat. Ich komme gleich, ich muss halt erst zurück wieder. Naja, zu spät, jetzt bin ich aus dem Wasser raus. Gold. Da. Ansonsten Fressalien habe ich, das habe ich. Bogen brauche ich nicht, habe ich eh keine Pfeile für. So. Ne, ich muss nur mal kurz noch eben einen Baum krallen, ich habe kein Holz mehr und ich würde gerne ein Schild mitnehmen. Jo. Und ein Schwert vielleicht, weil das habe ich gerade auch nicht mehr, außer mein OP-Schwert, was ich halt noch auf Netherite upgraden möchte. Wobei, was fehlt dem Schwert eigentlich noch? Lies mal vor. Und?
Lies mal vor, was da drauf ist. Achso, Sharpness fällt da drauf noch. Also, ja, Sharpness, Looting, Firespike, Unbreaking, Lockback, Sweeping, Action, Landing. Das sind die Sachen, die man drauf machen kann. Ich beende kurz die Folge, dann gehen wir in der nächsten Folge dein Zeug holen. Mhm.